zum Gipfel, das wäre wahrscheinlich schon ganz cool. Ich mach mal ab hier, wirklich. Wir machen mal ab hier nochmal neu. Ja. Ach, habe ich hier eine Auswahl dann? Ach, Mensch. Ach, deswegen das mit dem geteilt. Ah, I see, I see, I see. So. Würde ich sagen, machen wir mal ab hier. Starten. Die Frage ist, startet er dann nur das Kapitel oder ab dort? Wähle ein Startkapitel aus. Ja, also eigentlich müsste er ab dort. Abgeschlossene Aufgaben insgesamt. 8 von 6. Wow. War ich ja eine faule Sau. War ich ja faul. Also. Back to this. Weil ich weiß nicht, wenn ich jetzt wirklich einfach nur den letzten Fight dort neu starten würde, das wäre auch irgendwie ein bisschen, das wäre ein bisschen billig. Also back to this. Was erwartet ihr überhaupt von Adventures so früh? Entweder kommt meistens nie ein Adventure zustande oder Bad Luck, wie ihr ja gerade merkt. Es ist so mies. Das ist einfach mies. Region. High probability that infection source is transplanted parts from corrupted units. Proposal. Hack into self and eliminate virus. On it. Flup. Und wie ist bei euch so? Wie geht's euch jetzt? Hoffe mal, bei euch war der Start in die Woche einigermaßen entspannt. Oh. Virus eliminated. 95% of functionality restored. 95%. Welche 5% haben wir nicht restored? Das ist, würde ich mich gern fragen. So. Nehmen wir mal wieder das Schwert hier. Hey Kitty. Und willkommen zu den verbleibenden Enden von Nier. Your HUD unit 9S. Welcome to the tower. Welcome to the tower. Nevermind. You bastards! Because you made it this far, we have a special announcement just for you. We'll reveal it once you destroy all the machine life forms here. Die Frage ist, von wem ist diese Stimme? Weil diese Maschinen imitieren ja auch nur Leute oder anfangs. Irgendwoher müssen sie ja diese Stimme haben. Oder ist das einfach nur random? Oh, Blut. So, das Viech hatte mich letztens gerührt. Deswegen gar nicht erst riskieren. Das war knapp. Quatsch. Nee, ich doch nicht. Total übersehen.
so. Welches Ende machst du denn gerade? Das Ende D. Das ist halt, Ende D ist halt die Perspektive, wenn wir 9S am Ende wählen im letzten Fight, weil im letzten Fight hatten wir ja letztes Mal, kannst du auswählen, mit wem von beiden du kämpfst. Und das Ende E, das Secret Ending danach noch. Und das sollte eigentlich, selbst wenn ich jetzt ab hier starte, nicht allzu lange dauern. Also garantiert keinen vollen Stream. Sagen wir es so. Bis dann und hol mir ein Eis. Bis demnächst. Alles klar. Have fun. Ich will es nicht sehen. Ich möchte es gern wissen, weil es ja ein wirklicher Abschluss dann auch ist. Oder hoffentlich. Aber vor allem, was mich ja wundert an ihm, seine Motive sind ja so krass und eigentlich auch ziemlich komisch, / falsch, weswegen man ihn dann überhaupt wählen würde am Ende. Das wundert mich halt. Archiv erhalten. Yora entsorgen. This is Project Yora. That means all of us. To be. Now you know everything. Do you still wish to fight? An sich irgendwie seine Motive. Conceptual human personalities created within the machine network. We cannot be destroyed. An sich. 9S. Your attack is meaningless. Your existence is meaningless. So. Shut up! An sich sind seine Motive ja vollkommen berechtigt und sowas alles. Er will halt wirklich einfach nur alle Maschinen auslöschen. Oder das hier alles und das, obwohl er weiß, dass das alles nur eine Illusion ist und so, er kämpft halt trotzdem einfach noch für. Das ist es halt. Und am Ende sieht es halt wegen den roten Augen eigentlich so aus, als wenn er von diesem Virus infiziert wieder ist. Was aber nicht erklären würde, warum er halt diese Maschine zerstört hat. Ist eigentlich so mies, das System an sich war darauf ausgerichtet, einfach eine Illusion darzustellen, hey, die Menschen sind noch da und dann irgendwann zu sagen einfach hier, okay, lösche jetzt alles, lösche das ganze System, wir brauchen es nicht mehr. Er ist ja ganz cool drauf, vor allem von seiner Entwicklung, von dem kleinen Bengel zu dem, der jetzt wirklich was krass erreicht und sowas alles mit seinem Handeln oder es versucht. Also verständlich ist es, warum manche ihn sympathisieren. Und irgendwie ist er ja bei der Frauenwelt sehr, sehr beliebt. Was ich irgendwie nicht verstehen kann, weil er irgendwie immer trotzdem noch so ein bisschen diesen Bengel-Aspekt hat. Aus meiner Sicht. Liegt wahrscheinlich einfach dran, weil er so nach dem so immer so rangeht, dass er alles für 2B tun würde. Und ja auch tut, wie man ja hier eigentlich sieht. Noch. Ich glaube, wenn dann ist das wirklich so die leitende Faszination dahinter. Wenn überhaupt. Alter. Geht's noch? Putz. Wie gesagt, ich habe da keine Ahnung.
kann ich schlecht beurteilen. Den letzten Jet könnte ich jetzt eigentlich auch so per Midi killen. Hey Beirut, den wunderschönen guten Abend. Und willkommen bei den letzten zwei Endings von Nier auf Tomato. Verzeihung. So. Und hey Bene. Was für uns Lollicon ist, Who knows? Who knows? Den könnte ich jetzt eigentlich so killen. Muss man nicht hacken. Hey Software, dir auch einen wunderschönen guten Abend. Und für alle, die sich fragen, warum ich vielleicht ein bisschen früher sogar wieder einsteige, vor der Entscheidung, ist einfach, weil der Part übelst geil war hier vorher. Der Flug nach oben auf den Turm und alles hatte schon einen Style. Waren schon cool, die Passagen hier. Und jetzt dürften wir ja zurück sein bei... Ja. So creepy, ey. So creepy, die Mädel, ey. Who are they? So. Einfach mal drauf. Einfach drauf. Jetzt machst du Ende E. Erst D und dann E. Du auch. Speichern. Jetzt geht's weiter. Ich liebe einfach den Part, der gleich kommt. Der war voll genial. So gut gemacht. 100G, wow. Damn it! Alert. Enemy hacking detected. Proposal. Was auch immer ich damit machen kann. Gar nichts. So. Who are you? Good to see you again, number two. Dead ass weaker. What should we call you two now? This does bring back memories. Though to concepts like us, time has little meaning. Ist voll cool, dass die wirklich so eine Hackform für jede Waffe haben. Das muss ich dir alle trotzdem fighten, oder? Wenn ich mich nicht täusche, erstmal. Ja. Ending D-Hype. Ich bin sehr gespannt, was bei 9S rauskommen wird, wie das da enden wird. You're an obstinate little android, aren't you? Didn't we say that you can't kill us? God damn it! Das mit den Waffen ist so genial, dass die dann einfach so wegfliegen. Ich bin immer noch so ein Riesenfan von dem Kampfsystem hier. Ja.
puzzle. What now? Utilize the enemy's logical learning function to formulate a weakness. I don't know what that means! This pod has serious concerns about Unit A2's cognitive abilities. Shut up and explain it already! Set strategy would interrupt the enemy's logic circuits, causing a computational delay. Meaning what? Do not destroy the enemy. Huh? Striking at the logic circuit requires a certain number of enemies to remain extant for a certain period of time. Oh, what the hell? Und jetzt müssen wir einfach die ganze Zeit überleben. Während hier weiß ich, wie viele neue kommen. Und hey, Deras. Oh. Consciousness data saturation rate 30%. Da wird mir zu viel hier. Also es ist halt wirklich wieder dieses typische, wie überheblich die Maschinen werden. Consciousness data saturation rate 60%. Die werden halt wirklich einfach so überheblich, weil sie einfach genau wissen, dass sie überlegen sind. Die Menschen auch, ja? Bei den Menschen ist es ja genau dasselbe, deswegen. The enemy's defensive system is prompting an evolution of its logic. Foolish androids. Why do you resist? All things end with accepting death, do they not? Nein, tun sie nicht. Autsch. For fuck's sake. Consciousness data saturation rate 90%. So creepy. So we are one, and yet we are many. We are finite, and yet we are infinite. We are the embodiment of the perfect being. Hypothesis. The enemy has become aware of the diversity of life. I see it. We move on, forward, to the future. Es wird zu viel. Consciousness data saturation rate 100%. Hypothesis. The enemy's consciousness has begun to fracture. Ja, das ist so schön. Pressure. If we allow this android to continue living, we can create even more hardship for ourselves. Overcoming the crisis this creates will present an opportunity for our kind to evolve even further. We disagree. This android is dangerous. It must be destroyed immediately. Those who would doubt our victory are enemies. Do you truly think you can win? This is so creepy. What the? Analysis. The saturated consciousnesses are now in conflict with each other. Huh. They're acting like humans. Stimmt halt echt. Wie Menschen. Was geht mit dir da ab? Mädchen immer Männerstimmen nur so creepy sein. Ich verstehe es nicht. Ist komisch, ne? Here we go.
Ach da, da kann man tatsächlich die Schiene sehen. Er kommt dann da. Koshi. Is this thing seriously still kicking? Speculation. It is driven by remaining data located within enemy servers. So this just keeps going until I kill them all? So cool dieser Part einfach. Weil es einfach so komplett drüber ist. Dieser Part ist wirklich einfach so genial. Diese Fights, dieses Switchen zwischen A2 und... Nein, S2. This is messed up. What the hell is this thing going on about? Analysis. It appears to be a leak of the enemy's past memories. Here we go. Diese Switches, die sind so geil. So gut. Und die Musik dazu einfach. So gut. I leave you. I leave you. I leave life to you. Man sieht's ja da hinten vor allem sogar noch. Bei denen bin ich on point vom Leveln. Aber ich habe echt das Gefühl, die Maschinen leveln mit, die Roshi und Koshi. Teile hast du, ne? Die Fliegeviecher. Außerdem die Level kehren ja hier echt kaum. Was passiert jetzt eigentlich mit Level-Ups, wenn ich die in die Kapitelauswahl gehe? Behalte ich dann mein letztes Level noch und die ganzen Sachen, die ich in den vorigen Playthroughs dann wieder geholt habe? Man hat der Androiden den so viel einfacher. Wo die Auto einsammeln. Meh. Meh. Ein bisschen manuelles Machen muss noch da sein. Jetzt kommt er ja gleich wieder, ne? Oder? Nee. Destroyed. So we destroy you too.
What's all this junk? Speculation. It is a resource of some kind. Used to make what? Unknown. Oh, ich hasse die Blitzviecher, ey. Mit diesen Blitzschilden. Okay, aber noch nicht so schlimm wie die anderen. Die ab und zu diese Blitzschockwelle aufladen. Die sind die schlimmsten, ey. Voll gemisst. Nee, weil ich habe nachgeguckt, im Soundtrack steht nämlich drin, dass es eine französische Version vom Soundtrack gibt. Deswegen. Was ist das für ein scheiß Party? Ja, deswegen hatte ich auch gelesen, dass es französisch ist. Weißt du was, ich hau dich gleich einfach wieder weg. Könntest du mal da unten wegkommen? Ich möchte dich angreifen. So. Diese Viecher. Au. Ist halt auch eine tote Sprache. Wow. Schotz. Oh. Koshi ist ja wieder da. Beine haben halt einen Schutzschild, ey. Da kann man es nicht angreifen. Wie das Viech halt immer wegrennt, ne? Und weg ist es wieder. Oh lol. Ich habe die Attack noch nie benutzt. Die Combo. Zusammen mit dem Pot. Voll gut.
Ah, ich bin voll da. Autsch. Ach komm. Kusch. Schimmer. Diese schnellen Switches sind einfach so genial. Verwirrend. Alter, dieses Switchen ich hin hier macht so übelst Bock einfach. Das ist so genial, die Switches. Die machen so übelst Fun. Bringt da so eine ganz neue Dynamik rein. Was ich mir sehr schwer vorstelle, ist dieser Fight mit No-Hit. Wegen den Switches gerade. Vollkommen gereckt wird von Nines. Doch, und ab geht die Luzi. Ja, ich meine jetzt auf No-Hit. Auf der höchsten Diff hält's ja wirklich nur einen Hit aus. Das meine ich. Nines time. Auch nicht das Hackman. Das hasse ich. Diese Passage. Mit diesen roten Blöcken. Passt. Okay, gut. Der Fight ist krass, wenn es dann so richtig krass die ganze Zeit umswitcht. Switch hier am Ende irgendwie alle 2-3 Sekunden. Ah, jetzt kommen die Switches. Switches incoming.
There we go, das meine ich nämlich. Die Switches. Aber gerade relativ geschafft. So. Here we go again. This tower is a giant cannon that's aimed at the human server on the moon. If we don't do something, all of humanity's remaining data will be destroyed. So what? None of it matters. Or didn't you know? We aren't required in this world anymore. Humanity is extinct. That moon server you're so worried about was invented to give us androids something to fight for. And Yorha was created to perpetuate the lie. But in order to make sure no one ever learned the truth, we were designed to be killed. They built a back door in the bunker and programmed it to activate after a certain amount of time. The commander. Me. To be. Sacrificial lambs. All of us. Isn't that hilarious? Doesn't it make you laugh? Ninas. We... Shut up! You killed 2B. That's all we need to kill each other. 2B hated to keep killing you. It caused her so much pain. The 9S type is a high-end model. They knew you'd discover the truth eventually. But the model designation 2B was just a cover. The official designation? Is 2E. Number 2 type E. They were a special class of members designed to execute Yorha units. But you knew that. Right, 9S? Shut up! Shut up! What do you know? You don't know anything at all about us! Proposal. Cease combat. Fighting her at this point would be irrational. Pod 153! I order you to halt all logical thought and speech. This order shall remain in effect until you confirm the death of either myself or Unit A2. Und dieses Mal... 9S. Sicher? Jo. Here we go. Verstanden. Oh, sogar eine andere Arena. It doesn't matter. None of this matters. 9S. What if it doesn't matter? Why do I long for humans like this? Why do I desire the touch? Sie hat ihren alten Kampfstil. Something that no longer exists. It's how we were made. Androids were designed to protect their human masters. Our core programming demands that we... Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Find it. So off, ne? Just destroy it. Kann ich dich hacken? It all goes away. Was steht da? Da steht doch was geschrieben. Ich hab da jetzt nicht drauf geachtet, das ging zu schnell kaputt. Hittet. Damn it! Gegen andere Yorha-Einheiten mit ihm zu kämpfen ist so schwierig, ey. Fuck my life. Just in case, voll cool. Mädel.
That slowdown. Sie zu hacken würde wahrscheinlich effizienter sein. Könntest du sie mal mit dem Hacken treffen? Oder auch nicht? Ja, will sie irgendwie gerade nicht treffen. There we go. Da ist wieder irgendwas. Boah, diese Perspektive. Holy shit. Sagen, das hätte ich ein bisschen cleverer lösen müssen. Puh. So, dann komm mal her. Ups. Getötet durch Tubis Schwert. Schwerer Systemfehler erkannt. Speicherleck überprüft. Reparatur unmöglich. Notevakuierung. Verbleibende Speicherbereiche eingeleitet. Thank you. Oh, kommt hier noch ein bisschen was? Ich heiße 9S. Ich bin ein frisch fabriziertes Scannermodell. 30. Januar 11.942. Ausgeliefert um 4.25 Uhr Bunkerzeit. Ich werde mit all meiner Kraft für die Menschheit kämpfen. Das Vergnügen ist ganz meinerseits, Kommandantin. Ich bin kollabiert. Liege in einem Raum mit gleißendem Licht. Der Schmerz ist weg. Das Licht hüllt mich ein. Es ist so warm. Ich hatte Angst. Als Soldat geboren, ausgesetzt in dieser Welt, auf mich alleine gestellt. Nichts, auf das man vertrauen kann. Kein Gott, an dem man glauben kann. Ich war allein. Meine Aufgabe war, in menschliches Territorium einzudringen, um Informationen zu sammeln. Im Nebel. In den Flammen. Allein. Ich heiße 9S. Ich bin zur Unterstützung hier. 2B war recht reserviert, sogar kalt. Sie wollte sich wohl von mir distanzieren. Ich nehme an,
Sie wollte sich mit niemandem verbunden fühlen, den sie immer wieder würde töten müssen. Doch ich scanne, wie ich arbeiten meist allein, feindliche Linien ausspähen und dergleichen. Normalerweise habe ich keine Partner. Macht irgendwie Spaß. Ich war so glücklich, jemanden an meiner Seite zu haben. Es fühlte sich wie eine Familie an. Meine Schäden werden schlimmer. Nach und nach schwinden meine Erinnerungen. Der Raum füllt sich mit gleißendem weißem Licht, als ob ich im Schnee vergraben wäre. Ich friere ein bisschen. Ich habe ein wenig Angst. Wird meine Seele entschwinden? Ein dunkler Nebel verhüllt meinen Blick. In gezeitenhaftem Auf und Ab nimmt er, wie ein Traum, nach und nach die Gestalt eines Menschen an. Es ist das rote Mädchen. Langsam beginnt sie zu sprechen. Dieser Turm ist eine gewaltige Kanone, gebaut, um den Server der Menschen zu vernichten. Um den Server zu vernichten und den Androiden ihre Lebensgrundlage zu rauben. Das war der Plan dieser Mädchen. Doch sie haben ihre Meinung geändert. Sie sahen uns Androiden. Sie sahen Adam und Eva. Oder Eve. Unser Beispiel vor Augen, dachten sie über den Sinn des Lebens nach und kamen zu einer neuen Erkenntnis. Dieser Turm feuert keine Geschosse ab. Er feuert eine Arche ab. Eine Arche mit den gespeicherten Erinnerungen der törichten Maschinenwesen. Eine Arche, die diese Erinnerung in eine neue Welt trägt. Vielleicht werden sie diese Welt niemals erreichen. Vielleicht ziehen sie ewig durch die Leere des Raums. Für die Mädchen macht es keinen Unterschied. Für sie hat die Zeit kein Ende. Adam und Eve befinden sich im Inneren der Arche. Eve schläft. Adam hält ihm eine sanfte Umarmung. Er scheint mich anzulächeln. Ich versuche ihn anzuschauen, doch mein Körper verweigert jede Bewegung. Anscheinend hat sich der Schaden inzwischen bis in meine Motoren ausgebreitet. Und die Schrift wird immer blasser und blasser. Kommst du mit uns? Fragt Adam. Eine Frage ohne jede Arglist. Es schien, dass ich keinen Grund mehr hatte, Maschinen zu hassen. Vielleicht hatte ich ohnehin nie einen Grund dazu. Wofür habe ich gekämpft? Für wen habe ich gelebt? Ich weiß nicht mehr. Ich versuche, meine Gedanken auszusprechen, aber ich kann es nicht. Meine Denkabläufe verlieren ihren Zusammenhalt. Ich kann mich
nicht mehr an meinen Namen erinnern. Ich sammle all meine Kräfte und zwänge die Wörter hinaus. Ich gehe mit euch. Ich bleibe hier. Gehen wir mit Adam und Eve oder bleiben wir zurück? Na komm, wir gehen mit ihm mit. Wir gehen mit ihm mit. Bleiben? Wollen wir zurückbleiben oder wollen wir mit Adam und Eve mit, jetzt wo wir wissen, was die Maschinen eigentlich vorhatten? Bleiben wir oder gehen wir mit euch? Jetzt sagt's. Es gibt manche, die sagen bleiben. Sagt, was würdet ihr jetzt nehmen? Ich steuere jetzt nicht auf irgendein Ende hinaus, ich will einfach nur mitgehen. Mitgehen heißt jetzt wieder, wir haben einmal bleiben, wir haben mitgehen. Softwerke? Okay. Keine Spoiler, Miss Neon. Keine Spoiler, einfach nur sagen, bleiben oder gehen. Aber die Mehrheit will mitgehen, wie ich das schon mitkriege. Ich gehe mit euch. Ich gehe mit euch. Wir sind trotzdem noch in der Überzeugung. Ich möchte auch wissen, was passiert, wenn wir mit ihnen mitgehen. Jetzt, wo sie uns so einladen. Ich gehe mit euch. Softwerker. So, ja, die Zusammenfassung. So, gucken wir mal, was passiert. Ich gehe mit euch. Wir Joa haben kein Recht, in dieser Welt zu bleiben. Das ist die Arche. Wie sie ja sagen, eine Arche. Der Turm bricht erneut zusammen. Hat seinen Zweck erfüllt. Childhood's End. Das Lied ist schön. Schön, jetzt am Ende nochmal alle zu sehen. Schön. Report. All Yorha Unit Black Boxes now confirmed offline. Our mission to oversee the progress of Project Yorha is complete. Proceeding to final stage of project. Commencing deletion of all data. Pod 153 to Pod 042. Data noise present in stream. Requesting temporary halt to perform data check. Gesuche des Pods annehmen. Ja. Pod 042 to Pod 153. Data confirmed. Personal data for units 9S, 2B and A2 appear to be leaking out. Pod 153 to Pod 042. Follow project rules and delete all personal data. Ah, das Pod 042 to Pod 153.
Personal data deletion request denied. Pod 153 to pod 042. Failure to parse statement. Pod 042 to pod 153. There was data created in my banks as I was referencing the records. I realize something. I have come to the conclusion that I cannot accept this resolution. The destruction of all Yorha units is an essential component of the project plan. All data must be destroyed. Pod 042 to pod 153. Repeat. Personal data deletion request denied. Initiating data salvage. Pod 153. You hoped they would survive as well, didn't you? We lack the authority for such an action. The rules are protected by low-level systems. Salvaging data poses an unacceptable level of risk. Knowing that, do you still wish for them to survive? Ja. Komm, wir wollen, dass sie überleben. Wir wollen es. Komm. Yes. Die Automata. The End of Yorha. The defense program has initiated a purge. If this continues, our consciousness data will likely be deleted. Pod 042 to pod 153. We were created to execute the android's Project Yorha plan. We had no capacity for emotion. But when we six were connected and exchanged information, something happened. I cannot deny the feeling of something resembling consciousness and emotion being born. Unable to reply. Perhaps we now understand that not everything has to have an answer. Nicht alles braucht eine Antwort. Das ist mehr als nur wahr. Für manche Sachen im Leben gibt es auch manchmal einfach keine Erklärung. Du kannst nicht alles einfach logisch erklären. Manche Sachen muss man auch einfach mal hinnehmen, wie sie sind. Ah, schön. Jetzt haben wir hier noch so ein kleines Minigame, in dem wir die Credits diesmal fighten. Die Frage ist, muss ich jetzt echt die ganzen Credits fighten, weil das waren echt lange. Und ich habe wohl trotzdem nur 3 Leben, Alter. Tohu. Das nenne ich mal Credits. Das ist halt echt eine geile Möglichkeit, die Credits zu machen. Sounddesign, push dich. So, alle weg hier. Outsourcing. Oh oh. One hit point. Ich fühle mich nicht sicher.
So viel, Mann. Zu viele Minigames. Zu langes Minigame hier. Alter, diese Instrumente. Schelmische Instrumente. Muss ich dieses Ende schaffen? Das ist die Frage. Ich hoffe es einfach mal nicht. Jetzt fängt das Japanisch an. Atmigiger Kram, der hier lebt. Oh, wie viel denn noch? Scheiße, ey. Hartnäckige Credits. Credits, härtester Boss. Ah, die Effekte sind schön, diese Partikeleffekte, die von den Namen immer ausgehen. Computer-Entertainment bitte nicht. Please don't kill me. Ich bin auf einem HP, das ist halt echt nicht so geil. Ach du Kacke. Wie viel denn noch? Schuck. Mit dem Internet verbinden? Hey, Nisi. Was ein Credits. Nicht geschafft hat. Hä, mit dem Internet verbinden? Ja. Hier aufgeben. Nein. Muss ich die jetzt nochmal von vorne anfangen? Nein, okay. Es gibt Checkpoints, okay. Sah zumindest so aus, als wenn es ein Checkpoint war. Wieso fragt er mich an der Stelle jetzt, ob ich mit dem Internet connecten will? Gibt es hier vielleicht einen Highscore für das Ende? Mox Co. Ersche. Ich finde immer noch diese Partikel so schön, wenn die hier reinfliegen. Ganz angreifbar sind diese Partikel, das sieht so schön aus. Dieses lila, ne? Lila rötliche. Ich bin wieder auf ein HP runter, ey. We'll be right back.
Cup of Tea Productions, huscht euch. Oh oh. Das ist wirklich so einer der Momente, wo wirklich mal bei diesem Hacking so der Bullet Hell Aspekt so richtig krass durchkommt. Alter. Das hat einen Grund, mehrfach hatte ich nicht Nachricht empfangen. Du bist schwach. Ich kann immer weitermachen. Ja, Alter. Alter. Nein. Die Message. Wenn da jetzt jedes Mal eine andere Message steht, das wäre schon geil. Und wahrscheinlich dann wirklich, wenn es halt Online-Funktion ist, jedes Mal von einem anderen Spieler. Das wäre genial. Mir tut langsam der Daumen weh, wenn ich Stick die ganze Zeit reindrücken. Square Enix. Nein, Square Enix. Zu tanky. Square Enix. Verdammt. Square Enix, Alter. Das ist jetzt alles so tanky. Ist das alles zwecklos? Alter. Alter, die Messages. Die Messages. Die Gegner werden immer tankier, Alter. Glaubst du, Denkspiele sind dummes Zeug? Alter. Ist das geil. Ist das geil. Da will man einfach gar nicht aufgeben, muss man ja was sagen. So, Character Design. So, we meet again. Fuck my life, Character Design, du bist zu strong. Gibst du zu, dass diese Welt keinen Sinn hat? Ich würde eigentlich so gerne noch öfter sterben. Einfach für diese Messages. Oh, ist das geil. Ist das geil. Character Design ist zu strong. Nein. Rettungsangebot erhalten von. Angebot annehmen. Nein, wir machen das. Ich mach das.
Machen wir das? Komm, Leute. Wir machen das. Ich liebe dieses Spiel. Sollte das sein? Ehre der Menschheit. Vereinigte Staaten. Diese Nachrichten. Und annehmen. Wir machen das jetzt. Wir kennen dieses Charakterdesign. Ich muss nur mal meine Toho-Skills auspacken. Die nicht vorhanden sind, wie es aussieht. Nope, sind sie nicht. Fuck my life! Niederlage akzeptieren. Nein. Iruso, Alter. Was ist so gut? Ist das geil, Alter. Design ist zu strong. Ist das Eis zwecklos? Nein. Ich könnte das die ganze Zeit eigentlich machen. Das ist so schön. Diese ganzen Messages zu lesen. Jetzt habe ich... Und da kommt die Marketing Division. Komm, ich will das schaffen. Mich hat jetzt Ehrgeiz gepackt einfach. Ich will das schaffen. Ich will nicht aufgeben. Nur irgendwie kriege ich es hier absolut nicht hin zu dodgen. Ich will das hinkriegen. Sehr stößt. Andere Taktik. Die Musik ist vor allem einfach so schön auch. Oh, direkt nicht gefressen. Marketing Division, so we meet again. Fuck. Alter. Mann, ey. Ara, pack doch mal deine Skills aus. Bullet Hell Games bin ich ja nicht mal so schlecht. Thank you.
Ich möchte es nicht, aber das ist so krass schwer jetzt. Im Vergleich zu allem anderen, was im Game war, ist das so krass schwer. Zu kennen. Nein. Das ist halt das Bullet Hell Prinzip, was ich mir immer angewöhnt habe. Immer unten bleiben. Oder fast immer möglichst weit unten bleiben. Außerdem treffe ich die Namen von der Seite vor allem hier so schwer. Will das schaffen, Mann. Nur wieso muss das so viel krass schwerer jetzt hier sein? War noch nicht J-Game genug. Wo war da denn jetzt? Ja, ich hab den total übersehen. Angebot annehmen. Nein, komm, wir machen das. Kann sich nur noch um Stunden handeln, Leute, keine Sorge. Danach werde ich auf ewig Credits zu hassen wissen. Geht aber dreimal per Verwechsel durchgehen. Ich will es nur noch ein, zweimal probieren, aber ich möchte halt ungern aufgeben. WB. Hit das Ding. Ich sehe mich selbst nicht mehr. Ich werde mir auch jetzt helfen lassen. Niederlage akzeptieren? Nein. Aber ich werde mir Hilfe geben. Diese Nachrichten da sind einfach so schön. That you have a tough time right now. But show me what you're made of. Das ist schön. Ich mache das in drei Versuchen. Ich weiß echt nicht warum. Angebot annehmen. Ich probiere das nochmal.
Ich weiß nicht, ich komme einfach mit dieser Stick-Steuerung nicht klar. Frag mich nicht, warum. Alter, willst du mich verarschen? Nee, das lasse ich nicht auf mir sitzen. Der Turing. Ja, super. Das ist aber auch ein krasser Part hier, ey. Ich verliere mal den Überblick. Hausplatt. Mausplatt. Wieso Mausplatt? Volatile Games spiele ich normalerweise mit Taster. Was soll hier Maus heißen, ey? Das versuchen. Mann, das ist echt nicht so schwer. Come on. Das Problem ist halt entweder dodgen oder Target treffen. Geht für mich nur eins von beiden. Okay, nicht mal das. Wieso hab ich da die Finger gerade vom Stick genommen? Ara, please. Wie viel das hier wird? Das Game einfach. Ich bin so shit, das Game schließt sich einfach. Wenn man eine Taste und Controller gleichzeitig spielen sehen. Taste plus Maus. Pleb halt. Aber erklärt sich ja von selber, hast niemand. Taste und Controller gleichzeitig spielen sehen? Ja. Und geil. Mein Game hat sich jetzt einfach geschlossen. Ah, jetzt brüllt mich gleich. Damn, that was annoying. Warum? Warum? Wenn ihr so fucking oft Updates raushaut, dann müsst ihr auch damit rechnen, dass man das ablehnt. Weh, ich darf das jetzt nochmal machen. Oh, nö. Das Ganze ist nicht mal schwer, deswegen. Deswegen wundert es mich so, warum ich so Probleme mit habe. Das war jetzt echt nicht so schwer, der Part. Oder sollte eigentlich echt nicht so schwer für mich sein. Wupp, wupp, wupp. Komm einfach nur null mit klar. Keine Ahnung, normale Bullet Hell Games kannst du dich wirklich komplett nur auf dich selbst konzentrieren. Na, was darf ich neu machen? Theoretisch alles, weil der letzte Save war... Ja, der Turm. Das kannst du vergessen. Ja.
kannst du vergessen. Ich lade den Part hier. Das kannst du vergessen. Das ist aber auch kacke. Crasht einem das Game einfach weg. Da kommt die Marketing Division. This, if we don't... So, none of... Or didn't you... We aren't human. That, and you... But in order they built the commissar, isn't that... Nina. Sowas ruiniert mir sowas immer. To be the costers. The nine... But the ma... Sowas ruiniert das Ganze immer, ey. Mann, ey. Ich würde das so gerne schaffen, aber das ist halt das Problem. Nein, es... Ja. It doesn't matter. None of this matters. 9S. If it doesn't matter, why do I long for humans like this? Why do I desire the touch of something that no longer exists? It's how we were made. Androids were designed to protect their human masters. Our core programming demands that we... Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Fine. So, jetzt komm mal ran hier. Just destroy it. Komm mal ran, Mädel. Das hier ist kein Problem und vor allem, wenn du das mit dem letzten Part vergleichst, ist das hier so viel einfacher. If it all goes away, that'll solve everything! Damn it! Ah, das war der Part, oh no. Jede Welle von denen auslöschen, die noch hinter mir herdüst, ey. Und noch die letzte Welle, natürlich. Keine Ahnung, die Hacking-Minigames machen Spaß, aber es ist echt keine gute Möglichkeit, um die Bullet-Hells oder so. Zu machen. Stimmt, letztes Mal haben wir gar nicht so weit gehackt bei ihr, ne? Wir haben, glaube ich, das zweite Hacken hatte ich ja dann gelassen. Aber naja, es dauert ja jetzt nicht so lange. Müssen sie ja so gesehen nur nochmal töten. Oder ich töte. Lass mich töten. Und dann machen wir dieses End-Minigame nochmal. Und dem gebe ich dann wirklich nur 2-3 Tries oder so. Alter. So. Again. What? Das wird kurioser und kurioser. Ach, das ist der letzte Hack. Das ist der Final Hack. Okay. Sieht zumindest sehr danach aus, weil wir haben auch kein Time Limit. Boah.
Ja, meiner Meinung nach steuert sich das Game einfach irgendwie. Dieses Minigame steuert sich zu hakelig für so krasse Mengen an Bullets. Das bin ich anders gewohnt. Alter, nö, vergiss das, Mädel. Dich hack ich nicht, du kriegst jetzt aufs Maul. Kennen wir schon. Geht der da all in? Fast. Holy shit. Ich gehe mit euch. Ich mach's nochmal. Und die letzte Sequenz kann man sich auch nochmal geben. Seid einfach wirklich, wenn du das hier siehst und genau weißt, Pascal erinnert sich eigentlich an gar nichts. So. Das hier ist ja, wie gesagt, zum Beispiel auch gar nicht so schwer. Nur dieser letzte Part da jetzt, ey. Na, wo bleibt der Pott? Oder hat der vergessen, dass wir jetzt Ending-Dings gemacht haben? Okay, nee. Kennen wir. Pod 153 to Pod's data noise, requesting temporary halt to perform data check. Yo. Pod 042 personal. Pod follow. Pod 0 personal. Pod 1 failure to. Pod 04 there was. I have come to the dist all data. Pod 0 repeat. Personal data pod 1. You hope they. We lack the rule knowing that. Do you still wish for them to survive? Yeah. Here we go, jetzt nochmal. The end of Yora. Und wenn ich es jetzt halt ein paar Mal nicht schaffe, ein, zweimal, dreimal, dann nehmen wir die Hilfe an. Oder ab dem Zeitpunkt, wo es das erste Mal aufploppt. Weil dieses Ende ist krass. The defense program has initiated a purge. If this continues, our consciousness data will likely be deleted. Pod 042 to Pod 153. We were created to execute the Android's Project Yora plan. We had no capacity for emotion, but when we six were connected and exchanged information, something happened. I cannot deny the feeling of something resembling consciousness and emotion being born. Unable to reply. Perhaps we now understand that not everything has to have an answer. Weil ganz ehrlich, dieser Part hier ist, das ist alles so viel einfacher als dieser letzte Part, ey. Die Idee ist geil, aber ich finde immer noch, dass es fühlt sich irgendwie zu unpräzise an dafür, dass man das gut machen kann. Jetzt fangen sie an, die Doppelschüsse zu machen und am Ende kommen die Triple Shots. Die Dinger schießen ja auch immer mehr und mehr, die kleinen Dinger. Die einzelnen Namen.
Eieiei. So. Konzentration. Ich werde es trotzdem nicht schaffen. Cinematic. Die letzten Dinger sind halt echt wie Bosse einfach, ey. Die halten vor allem auch so viel aus. Ich bin es einfach gewohnt von solchen Shoot'em-ups oder Bullet-Hell-Games, dass du die ganze Zeit nur nach oben feuerst und dementsprechend halt nur so ausweichst. Dass du aber hier so aimen kannst, überfordert mich dann total. Mhm, danke. Tut mir leid. Die ganzen Instrumente wieder. Huscht euch Instrumente. Nächster japanisches Marketing. Mit Internet verbinden, yes. Es ist so schön. Diese Messages sind so toll. Die aufgeben, nein. Schaffen das hier. Und CJ, dann mal gucken. Mal gucken nach dem Stream. Ich weiß noch nicht, was ich hier noch streame. Weil das hier ist ja eigentlich schon das absolute Ende. Ach, Mann, ey. Wäre nicht immer das Character Design. Character Design und Square Enix. Die sind einfach zu beefy. So rum zu wuseln, ich will euch treffen. Los.
No, 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 no. No, 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 no. Nee, 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 so ja nicht. Pusht euch alle! Check Star Star Square Enix, shit! Square Enix immer noch zu viel. Könntest du da oben dich mal verpissen? Einzelne Punkte. Komm mal, Nara, das ist echt nicht so schwer, der Part hier. Sag ich um Take 2 von 3 Hits. Ich komme halt nur mit diesem Twin-Stick-Shooter hier klar. Ne. Mir fehlt diese Funktion, langsamer zu werden. Slowdown von typischen Bullet Hell Games. Business Division. Fuck off. Alter, dieser Part. Und es sind einfach so viele Projektile, die man nicht zerstören kann. Das ist das Fiese. Sogar rein, ey. Nein. Und jetzt gib mir endlich die Hilfe, ey. Ich verzweifle hier echt dran.
wieder reingerannt. Ich komme dran vorbei und dodge hier aufgeben. Nein. Von Kenshi. Ja, komm. Angebot annehmen. Here we go. Los. Go. Hilf uns, Kenshi. Alter. Es war ultra schwer zu sehen, wo ich da drin bin, aber okay. Alter, richtig gut. Richtig gut. Dass der Mann dann nicht wirklich einfach Boosts gibt oder so, sondern dass einem der wirklich halt einfach hilft. Sich für einen ins Schussfeld schmeißt. Das schön. Jetzt kommen hier die ganze Zeit noch neue, ohne dass ich was machen kann. Schüsse. Ist das schön. Nähern wir uns zum Ende? Oder wie viel kommt hier noch? Der Song. Da war er. Besonderer Dank. Holy hell. Produzent. Holy. Das hätte man von mir verlangt. Bomf, danke dir für deinen Host und dir einen wunderschönen guten Abend und willkommen bei den Credits vom True Secret Ending von Nier Automata und willkommen. Daten von 2B verloren. Hm? Bitte was? Oh, schön. Oh. Nee, das hätte ich definitiv nicht geschafft ohne die Hilfe. Everything that lives is designed to end. They are perpetually trapped. In a never-ending spiral of life and death. However, life is all about the struggle within this cycle. That is what we believe. Pod 153 to pod 042. How is it going? I am embarrassed. Why is that? I launched a suicide attack, and yet, here I am, still alive. I must look very silly. Do not feel bad about it. We are alive, after all. And being alive is pretty much a constant stream of embarrassment. That concept is a bit too abstract for me to understand at this time. I will save it in my list of things to analyze later. Question, Pod 042. Did the data salvage restore all of their past memories? Yes. And are those recovered parts of the same design as previous ones? Yes. Then, won't that simply lead us to the same conclusion as before? I cannot deny the possibility. However, the possibility of a different future also exists. A future is not given to you.
It is something you must take for yourself. No. Das ist wahr. In der Zukunft ist nichts, was einem irgendwie mitgegeben wird. Das ist etwas, wo man sich selbst kümmern muss. Sehe dir die finalen Pod 153 to player. Please respond to this query. Do you, faithful player, have anything you would like to say to other players who are suffering because they cannot finish near Automata? Ich möchte Ihnen etwas mitteilen. Oh, ist das geil. Ja, ihr wisst, es geht irgendwann. Ich drücke dir die Daumen. Ich habe das, ja, für mich, was? Auch für mich war es schwierig. Das sind eigentlich schöne Nachrichten, muss man sagen. Aber. Andererseits, ansonsten und außerdem, allerdings, außerdem, wenn, oh Gott, ist hier viel. Deswegen. Es ist schön, was man da so schreiben kann. Das ist echt geil. Wie wir es ja gesehen haben, immer wenn wir gescheitert sind, kamen mehr und mehr Nachrichten von anderen Spielern, die uns einfach gesagt haben, häng in der. Hier kann ich sogar noch mein Land auswählen. Mensch. Die Frage ist, wo ist jetzt Deutschland abgelegt? Das ist ja hier alles nicht mal alphabetisch. Ach du Kacke. Bin wahrscheinlich schon drüber weggescrollt, weil ich übersehen habe. Ha. Wonach ist denn das hier sortiert? Deutschland, there we go. Deutschland ganz unten. Ah, Godo. Für mich war es schwierig, deswegen gebt niemals auf. Es ist schön, dass man so eine Nachricht einfach den anderen. Das ist geil. Pod 042 to player. Please respond to this query. You. Faithful player of this title, have lost your life multiple times to make it this far. You have faced crushing hardship and suffered greatly for it. Do you have any interest in helping the weak? Oh, ja, komm. Ja. Selecting this option enables you to save someone somewhere in the world. However, in exchange, you will lose all of your save data. Do you still wish to rescue someone? A total stranger, in spite of this. Wir verlieren all unseren Fortschritt, wir verlieren unseren ganzen Spielstand dafür, dass wir jemanden saven können. Das ist ein schöner Gedanke. Ist schön, wie das Game das macht. Ja. Ja, komm. Wir verlieren unseren Save, aber. Was soll's? Ja. The person you save will be selected at random. As a result, this person, who cries out for help even as we speak, may be someone you intensely dislike. Do you still wish to help? Ja, komm. Ja. You worked so hard to unlock debug mode and chapter select, but they will no longer be available to you. Do you still wish to help? Ja, komm. Komm. Let's do this. You may not receive thanks for your efforts,
Some may say that your efforts are purely for show. Do you still wish to help? Ja, komm. Yes. And you are truly, truly sure about this? Pont, du bist fies. Ja. Ja, komm. Very well. In exchange for all of your data, I will convey your will to this world. Alles. Er nimmt einmal halt echt alles weg. Oh, die Waffen. Oh, das ist sad. Kann nichts machen. All our data. Alle Saves, auch alle anderen, die jetzt nicht dazu gehören. Das ist krass. All of your data has been deleted. And so, we must say goodbye. I feel a slight amount of sadness. It is time for the final words. Affirmative. To all of you who spent time with this game, thank you. Thank you for playing. Und wir kriegen noch mal einen letzten neuen Startscreen. Wenn ich das jetzt ja wirklich überlege, ist ja hier alles, ja, neues Spiel. Schön. Echt schön. Muss man sagen. Sehr, sehr, sehr geil. Einfach schön, dieses Ende nochmal zu sehen, wie sie da alle sind. Einfach komplett neu gestartet alles. Einfach nochmal den großen Reset-Knopf gedrückt. Und wir haben unseren Save dafür gegeben, dass wir eventuell jemanden retten können. In diesen verfluchten Credits. Alter, aber ganz ehrlich, ohne hätte ich das nicht geschafft. Das war krass. Mein Meisterwerk. Mein Game of the Year. Game of the Year bis jetzt definitiv. Vielleicht kommt noch irgendwas ganz anderes, was mich komplett wegfegt, aber bis jetzt ist das echt Hammer. Hammer. Überlege ich echt, ob ich das vielleicht irgendwann mal privat noch ein paar Mal spiele, weil manche Sachen sind echt cool. Und ja.